Hallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute gibt es ein ganz mini Review zu meiner Douglas-Bestellung, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich mir hier dieses Parfüm gekauft von Tommy Hilfiger. Wird das, glaube ich, ausgesprochen. Ich hoffe, es ist jetzt einfach richtig. Und zwar ist das Parfüm Tommy Girl. Und der Flakon, wo ich darauf hingewiesen worden bin, dass das so heißt. Dankeschön auf jeden Fall für die Unterstützung. Der sieht so aus, wie ihr seht. Ja, habe ich es noch nicht wirklich benutzt, weil ich gerade das Puma Parfüm benutze. Genau, aber wie gesagt, wenn mir dieser Duft hier nicht gefallen würde, dann hätte ich ihn mir auch nicht nochmal gekauft. Und dann habe ich mir hier noch was Tolles gekauft. Und zwar ist das ein Spray zum Make-up fixieren. Hilfe nochmal. Genau. Ich guck mal gerade. Also es hält bis zu 8 Stunden. Ich finde, das duftet eigentlich nicht wirklich nach irgendwas. Ich guck mal gerade, ob ich hier etwas lesen kann. Das irgendwie duftet. Also ich habe das Gefühl, dass das wirklich nach nichts duftet, dass es geruchsneutral ist. Mir gefällt das wirklich sehr gut. Wie ihr seht, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her und ich habe ungefähr ein bisschen von der Flasche hier benötigt. Hier sind 130 Milliliter drin. Wie gesagt, das ist ja schon etwas her. Also mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt, Gott, ich kann heute nicht mehr reden auf am Wochenende irgendwie. Das ist total schlimm. Ja, lasst euch davon auf jeden Fall nicht ablenken. Genau, also ich kenne mich da auch nicht wirklich gut mit aus, sage ich ganz ehrlich. Da bin ich überhaupt, was das angeht, so Thema Make-up und sowas, bin ich überhaupt kein Profi da drin. Ja, also wie gesagt, ich habe mir das einfach hier mal gekauft, um das auszuprobieren. Mir gefällt es wirklich gut. Ja, würde ich mir tatsächlich auch nochmal kaufen. Ihr könnt ja sonst mal eure Erfahrungen gerne in die Kommentare schreiben, was das Thema Make-up angeht oder was eure Lieblingsdüfte sind. Genau, oder ob ihr euch vielleicht auch dieses Fixierspray gekauft habt, um Make-up zu fixieren. Genau, das soll es tatsächlich auch schon mit dem heutigen Video gewesen sein. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann lasst doch gerne dementsprechend eine kleine Bewertung da. Und ja, wenn ihr jetzt vorausgesetzt keine weiteren Videos mehr von mir verpassen möchtet, dann dürft ihr mich zum Schluss auch noch selbstverständlich gerne kostenlos abonnieren. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis dann. Tschüss!